erstes Update für diese Woche ist, ich habe Chris Carter beendet. Eigentlich sollte das erst morgen sein, aber ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich weiß, dass einige, die mitgelesen haben, schon am Wochenende fertig waren und spätestens heute auch auslesen werden. Also, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest einige, dachte ich mir so, nee, das ist jetzt auch egal. Ich werde es für erst morgen kommentieren, den letzten Abschnitt, aber ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Mehr dazu dann in meiner Rezension, die irgendwann so, folgen wird. Dann noch ganz rasch mein Lese-Update, bevor ich schlafen geht. Ich habe, wie gesagt, Chris Carter beendet. Ich habe dann schon seinen Workouts vergessen. Ach, warum? Mann, ey. Ich muss mir das woanders hinlegen, glaube ich. Ab auf den Tisch. So. Dann habe ich in Verstecken gilt nicht bis Seite 50 gelesen und in Snow bis 87%. Morgen wäre ja der Rezensionstag sozusagen, also bis dahin ist die Rezensionssperre. Aber gut. Ich werde es eh erst nächste Woche auf dem Blog veröffentlichen, die Rezension, von daher alles gut. Passt schon. Ist da, also da ist es geplant. Und gut ist. Von daher, alles in Ordnung. Alles im giftgrünen Bereich. Und jetzt werde ich noch ein bisschen ins Snow weiterlesen. Zumindest das Kapitel zu Ende lesen. Ist nicht mehr viel. Laut Kindle sind es 3 Minuten, die ich lesen müsste. Und gucken, vielleicht lese ich auch noch ein paar Seiten weiter. Werde ich sehen. Je nachdem, wie schnell da irgendwie fertig wird. Genau. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich komme gerade vom Briefkasten. Von oben drauf lag das da. Und ich ahne, was es ist. Und wenn ja, endlich! Also anders kann es eigentlich, glaube ich, nicht sein. Was ist los? Doch, es ist was anderes. Etwas, was ich euch nicht zeigen kann. Oh nein, ich dachte, es wäre endlich mein Buch gewinnen. Mann! Das ist doch Dreck! Schade. Nee. Nee. Das kann ich euch nicht zeigen. Mist. Ach, Kacke. Entschuldigung. Oh, nee, ey. Das ist doch gemein. Das ist Buchwurst. So, Versuch Nummer 2. Ich hatte was zu zeigen. Vorhin kam schon eine Sendung an, aber dann habe ich festgestellt, das darf ich euch gar nicht zeigen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Endlich! Tschüss! Es ist endlich da! Kathi, siehst du das? Es ist angekommen! Oh. Juhu! Was lange wird, wird endlich gut. Vielen Dank nochmal. So. Und weil ich vorhin Snow ausgelesen habe, pünktlich zu dem Tag, wo ich die Rezension schreiben darf, das heißt, das werde ich nachher auch auf NetGallery machen, von da habe ich es nämlich. Und auf dem Blog wird es ja nächste Woche online sein. Und weil ich das hier ausgelesen habe und eh überlegt habe, was ich jetzt lese, und nicht wusste, was ich jetzt lesen soll, weil ich nicht wieder ein Rätsel-Exemplar lesen wollte, ich lese ja noch 2 Rätsel-Exemplare, genau, und auf dem Kindle werde ich auch wieder ein Rätsel-Exemplar lesen. Deswegen wollte ich jetzt wieder ein anderes Buch lesen. Und dann nehme ich gleich das hier. Jetzt habe ich so lange darauf gewartet, das kann ich auch gleich lesen, oder? Und es geht um einen Buchhandel und einen Endbuchhandel. Das ist die Mischung aus einem Buchladen und einer Buchhandlung oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es um eine Buchhandlung. Mal gucken. Bücher sind mir dickere Briefe an Freunde von Jean-Paul, Jean-Paul, ich habe keine Ahnung. Ja. Gucken wir mal, was Nightingale Books so zu bieten hat. Also die Buchhandlung Nightingale Books. Ja. Und ich wollte der erste schöne Satz. Lesen ist für ihn wie Atmen. Ah, was ist das für ein schöner Satz? Oh mein Gott. Und wie war, wie das war? Update für heute. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich Snow ausgelesen.
Rezension ist schon vorgeschrieben, aber auch noch nicht auf NetGallery veröffentlicht, was ich eigentlich her wollte, weil ich die Rezension auch da verlinken kann. Deswegen muss ich warten bis nächste Woche, bis ich das auch verlinken kann in dem Fall. Außerdem habe ich den Endgegner besiegt, endlich eine Woche später, und bin da deswegen auf Seite 129. Und morgen geht es damit weiter. Dann habe ich weitergelesen in Verstecken gilt nicht und bin dort auf Seite 666, also bis Seite 666 gelesen. Und ich habe auch angefangen Liebe zwischen den Zeilen von Veronica Henry. Das fängt ja schon, erst fängt es wunderschön an, mit wunderschönen Sätzen. Und im ersten Kapitel ist es so wahnsinnig traurig. Oh, Schlucht. Ja. Ich bin sehr gespannt, wohin mich dieses Buch führen wird. Der Schreibstil ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr genial. Also, ha, aber so traurig am Anfang. Mann, oh Mann. Schlucht. Jo, das sind so die Bücher, die mich heute am Tag begleitet haben. Achso, hier bin ich übrigens, kommen wir Seite 30, glaube ich. Ja. Bis Seite 30. Oh, ich habe ganz vergessen, Chris Carter zu kommentieren. Muss ich aber morgen machen. Gut, dann geht es jetzt für mich ins Bettchen. Und wir sehen uns morgen wieder. Kaum habe ich das Wort Gedankenkarussell als Titel benutzt, verfolgt mich dieses Wort. In zwei Büchern kam heute, nein, gestern einmal und heute einmal, das Wort Gedankenkarussell vor. Ups. Merkwürdige Sache. Aber egal. Ja. Ansonsten, ich habe schon ein bisschen gelesen tatsächlich. Ja. Ich habe auch in Dungeons and Workouts schon gelesen. Ich muss nachher nur noch das Workout dazu machen. Da wurde mir schon mehr schlecht. Ich habe so Muskelkater von gestern. Ups. Ja, egal. Aber ich habe schon ein Kapitel hierin gelesen. Muss man jetzt bei jedem Buch ein Taschentuch bereithalten? Oder was? Und ich habe auch hierin schon wieder ein paar Seiten gelesen. Oh. Und lese gerade eine Kurzgeschichte auf meinem Kindelchen, auf dem Kindle. Und zwar Todesnah von Chris Carlton. Ich glaube, so heißt der gute Mann. Ja. Das werde ich heute auch gleich beenden, weil es, wie gesagt, nur ein Kurz-Thriller, sogar kein Krimi, sondern ein Kurz-Thriller. Ja, dachte ich mir für zwischendurch mal ganz nett. Werde ich halt jetzt erstmal lesen. Es ist eine halbe Stunde, sagt mein Kindelchen, bis ich da durch bin. Von daher werde ich es in einem Stück jetzt lesen und dann ist Schnicki. Genäulich. Ich habe übrigens heute ein komplettes Buch gelesen. Also einen Kurz-Thriller. Todesnah. Ja, was soll ich dazu sagen? Schreibstil war schon mal gut. Der Schluss war so ein bisschen sehr merkwürdig. Erst dachte ich so, ach nö, mach nicht so einen Schluss, bitte. Aber dann kam nochmal eine Wendung. So ein bisschen irgendwie, aber auch wieder ein offenes Ende. Also man kann sich dann denken, so oder so. Also pff. Ansonsten war es wirklich ganz gut, was Nettes für zwischendurch. Ja. War jetzt nur so, also ein bisschen Spannung war schon bei, klar. Aber auch nicht so übertrieben, dass ich jetzt denke, so, boah, genial. Aber es war auch nur eine Sache von einer halben Stunde. Von daher alles gut. Ja. Aber kann man machen. So. Und jetzt will ich das nächste E-Book anfangen. Deswegen habe ich gedacht, sag ich das mal mit dem Kurzfüller noch. Denn ich werde heute... So, kleiner Blick. Ich muss mal mein Kind hier erstmal anmachen. Ich... werde heute meines Kind. Ich dachte gerade, da hört ein Hund oder sowas. Klang ganz merkwürdig gerade. Okay, also ich werde heute. Ich kann auch Darcy lesen. Nein. Darcy? Jetzt kribbelt es mich in den Fingern. Darcy oder
glaube, ich mache mal kurz eine klitzekleine Lesewichtel-Umfrage bei Büchertreff. Da geht es immer am schnellsten. Ich glaube, das mache ich, weil ich gerade mich echt nicht entscheiden kann. Darcy oder Woman in Cabin 10. Obwohl das Woman in Cabin 10 ja erst im Dezember rauskommt. Aber das muss ich zu Hause lesen, generell gesehen, weil da wieder dieses von Jollybooks, Jellybooks, das Zeug, dieser komische Lesestatus, kann ich mal anklicken, dann sehe ich es ja, von Jellybooks, genau. Weil da kann man nämlich diese Leseabschnitte immer präsentieren quasi, Lesedaten senden, genau. Und das habe ich beim anderen Buch nicht gemacht, weil ich das unterwegs gelesen habe. Und da habe ich kein WLAN, logischerweise, also konnte ich da keine Lesedaten senden. Das habe ich schon vergessen. So, das bedeutet, gehen wir jetzt hier hin. Geht nur so, okay. Das bedeutet, ich würde das Buch zu Hause lesen und das hier kann ich immer noch lesen. Oh, ein E-Mail. Na gut, dann werde ich jetzt doch Woman in Cabin 10 lesen, das ich eben auch schon vorhatte. Von Ruth Ware. Ich bin gespannt, ob mir das genauso gut gefällt wie im dunklen, dunklen Wald. So, jetzt wollte ich gerade die Lesedaten versenden nach dem ersten Kapitel. Und habe dann festgestellt, ich brauche eine App dafür, Bookshelf, die ich auf dem Kindle Fire runterladen muss. Habe ich da auch gemacht, habe mir mühselig gerade ein Konto erstellt. Und ja, leer. Bookshelf ist leer. Und ich weiß nicht, wie man die Bücher vom Kindle auf dieses Bookshelf-Ding übertragen kann, wie man damit das lesen kann. Ich habe auch online geguckt, aber Bookshelf ist nicht unbedingt ein Begriff, den man gut googeln kann, weil man kriegt alles Mögliche, aber nicht die Information, die man eigentlich will. Ja, das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Jetzt habe ich Jellybox mal angeschrieben und gefragt, ob die mir irgendwie helfen können, weil, ja, ist sonst ein bisschen doof. Ich würde es ja gern machen wollen mit dem die Lesedaten senden, aber wenn das nicht funktioniert, aber mein Schritt für Schritt Anleitung. Schön, wir auf Englisch, ja, ist toll. Library Tools, locate a book. Books in Cloud. Ja, schön. Das ist natürlich. Hey! What do you want with me? Echt bescheuert, wirklich. Das ist total bescheuert gemacht hier. Sehr schön. Locate a book. Dann heißt es da Filter. Ja, ich will aber nicht filtern. Ich. Das ist doch krank. Vor allem geht's nicht mehr. Es gibt ja hier nicht mal einen Filter. Wo soll ich denn hier einen Filter herkriegen? Einlösen. Code eingeben habe ich nicht. Sagen die was von Filtern? Ist ja schön. Ist ja fantastisch. Kannst du knicken? Kannst du sowas von knicken? Egal, ich hoffe, dass die mir irgendwie helfen können, weil es bringt so überhaupt nichts. Es ist wieder soweit. Schlafen geht Zeit und ein Update vom Tag quasi. Also, fangen wir mit Dungeons and Workouts an. Da bin ich jetzt seit 137. Habe heute das vierte Kapitel begonnen. Und ja, da Muskelkater. Muss ich noch mehr sagen? Ich glaube nicht. So, dann habe ich Liebe zwischen den Zeilen weitergelesen und bin dort auf Seite 92, genau. Ja, ganz schön viele Handlungsstränge. Mal gucken, wie diese irgendwie zusammenhängen. Bin ich gespannt. Aber vom Schreibstil auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann Verstecken gilt nicht, habe ich auch weitergelesen. Da bin ich auf Seite 81. Ja. Da ist immer noch nichts Handlungsbedarfmäßiges passiert. Dann habe ich auf dem Kindle ja todesnah gelesen, komplett. Nur nicht in meinem Bookhook eingespeist, siehste. Muss ich auch noch machen. Gut. Und ich habe
Woman in Cabin 10 begonnen und bin dabei 5%. Was für ein Licht. Ja, das ist mitten im Kapitel, aber schlafen geht's halt und so. Den werde ich da auch direkt morgen weitermachen. Ja, heute klappt das lesetechnisch ganz gut, finde ich. Also besser als die letzten Tage und Wochen und überhaupt war es heute ziemlich gut. Muss ich mal so sagen. Jo. Genau. Das war es auch dann erstmal, denke ich. Es gibt nicht mehr irgendwie zu sagen. Nö. In Roosevelt hier, Woman in Cabin 10, kann ich auch noch nicht viel zu sagen. 5% sind halt noch nichts. Ich bin im ersten Kapitel noch. Ich habe den Prolog gelesen und das erste Kapitel bin ich jetzt damit bei. Also da kann ich jetzt noch keine Meinung los abgeben. Liest sich auf jeden Fall schon mal sehr gut wieder. Ja, aber mir kommt dann später. Hallöchen, heute habe ich mich hier noch gar nicht gemeldet. Ja, ich habe auch gerade noch geschafft, eine Runde zu lesen, also in jedem Buch einmal lesen. Liegt daran, dass ein neues dazugekommen ist? Neu. Ich will es nicht weiterlesen. Aber gut, der Reihenfolge nach. Ich habe hierin weitergelesen, logischerweise. Ich habe in jedem Buch nur ungefähr ein Kapitel, außer dem einen sind es. Das kann man nicht wirklich so bezeichnen, ein Kapitel. Bin jetzt hier bei auf Seite 108. Es kam schon wieder ein neuer Handlungsstrang dazu. Warum bin ich jetzt so unscharf gerade? Was ist denn da los? Ja. Neue Personen, neuer Handlungsstrang. Worum das noch hinführen soll. Ja, habe ich auch weitergelesen. Und da ist das, ich glaube, mit dem ein Kapitel dazu gekauft. Also auf Seite 86 bin ich da jetzt. Dann habe ich das E-Book weitergelesen. Also das Kapitel beende. Ich glaube, ich habe kein weiteres angefangen. Oder? Oder doch? Jetzt bin ich bei Kapitel 4 und bei 9%. Weiß ich nicht. Ich habe auch mal ein Workout gemacht und bin da auf, ouch, auf Seite 143. Hier neulich. So, und jetzt das Buch, was ich noch zusätzlich angefangen habe, was mich gerade echt Nerven gekostet hat, mal wieder. Now. Ich habe 30 Seiten darin gelesen. Also ich bin jetzt auf Seite 220. Ich habe darin ein Kapitel gelesen. Es hat 30 Seiten. Und wie kann man denn sowas schreiben? Sowas Langweiliges. Das soll ein Thriller sein. Ein Zukunftsthriller. Diese 30 Seiten waren nur Dialog. Und zwar für eine Talkshow. So ein Frage-Antwort-Gedönse mit irgendwelchem Erklärungsmodus, wo ich denke so, boah, mach mal ein bisschen Handlung rein. Mach das Ding dann mal voran und nicht irgendwelches Erklärvideo-Ding, also Erklärbuch oder, oh, das hat mich gerade so genervt. Ich hoffe, dass da irgendwann nochmal Fahrt aufkommt, weil es ist so langweilig bis jetzt. Das fing so schön an, so gut und überhaupt, das schreibst du am Anfang super und jetzt ist es nur noch so ein Dialoggefasel, also mal gucken, wie das nächste Kapitel morgen ist. Ah, ich weiß nicht, warum ich es so weitergelegt habe. Mann, ey. Es klang so toll hinten drauf. Es klang überhaupt toll. Es fing auch super an, wie gesagt. Und dann kommt sowas die ganze Zeit raus. Also, oh, nochmal gucken. Jetzt gehe ich schlafen. Wir werden auch in einem anderen Buch weiterlesen, was ich euch noch nicht zeigen kann. Dip, 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 dip. Aber auch nicht mehr viel, nur ein paar Seiten. Und da sagt die nur uns morgen wieder. Ah. So. Habe ich mich heute überhaupt schon gemeldet? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen blau überstrahlt vom Laptop, der gerade runterfährt. Ich glaube, ich habe mich heute gar nicht gemeldet, oder? Egal. Wir fangen einfach mal an. Ich habe gelesen in Liebe zwischen den Zeilen. Bin ich jetzt mitten im Kapitel, weil ich vorhin unterbrechen musste. Bin ich auf
ja, seit 1921, mittendrin quasi. Katzen. Dann habe ich auch ein bisschen wieder gelesen in Verstecken gilt nicht. Und bin dann auf Seite 96 gekommen. Ja. Ich bin ein bisschen müde. Verzeiht's. Bei Woman and Kevin bin ich bei Kapitel 5 jetzt. Also habe ein Kapitel heute gelesen. Ich habe die meisten ein Kapitel gelesen heute. Bin bei 10%. Ja. In Dungeons and Workouts habe ich es auch gelesen und meinen Workout nicht gemacht. So kam ich heute irgendwie nicht. Und bin auf Seite 147. Also eigentlich noch nicht so ganz. Schon, aber ich muss die beiden Seiten noch machen, weil das beiden Seiten sind das Workout. Da werde ich dann hoffentlich morgen zukommen. Das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht erst übermorgen, muss ich schauen. Und auch in Now habe ich ein kleines Kapitel gelesen heute. Es war ja nur ein kleines diesmal. Bis Seite 226. Genau. So viel dazu. Ja. Nichts Spannendes passiert, nichts irgendwie Erwähnenswertes. Aber ein bisschen gelesen habe ich zumindest. Bin auch nicht allzu viel. Ach, und es gibt ein neues Hörspiel. Kann ich hier auch gleich mal erwähnen. Endlich wieder eine Sherlock. Und zwar in der Folge 39. Die Torbrücke. Die werden wir uns heute Abend auch gleich mal anhören. Genau. So. So viel dazu. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wir sind vom Einkaufen zurück. Oh, was für ein Krampf. Aber egal. Das gehört hier nicht her. Trotzdem haben wir noch Bücher gefunden. Muss das anders sein? Über ein Buch freue ich mich ganz, ganz gewaltig, weil Linwood Berkeley, Werk für immer, ist der Nachfolgeband von Ohne ein Wort, was ich ja total klasse fand. Also, was heißt total klasse? Ich fand Dem Tod und Nah immer noch besser, aber Ohne ein Wort war auch gut. Und da freue ich mich natürlich, dass ich das gerade gefunden habe. Wusste nicht, weil ich erst zu Hause gemerkt habe, was das ist, wo es hier drauf steht. Aber gut. Den Barthe nehme ich ja alle mit. Jetzt habe ich inzwischen drei neue von ihm. Ja, und das wird dann wahrscheinlich sogar von den drei als erstes gelesen werden, weil es eine Fortsetzung ist und so weiter und so fort. Mit Duften auch noch. Irgendwie alles immer für immer. Für immer mein. Von Luke Delaney. Und, ist auch ein zweiter Band übrigens. Und Die Rückkehr der Goblins von James T. Heinz? ja, auch ein zweiter Band. Da fehlt bei mir noch der erste. Den dritten habe ich ja schon. Aber der ist irgendwie dünn. Der ist so klein. Der andere ist so dicker auf jeden Fall. Und höher, glaube ich. Egal. Nun gut. Mal sehen, wie viel ich heute im Lesen komme. Ich würde dann berichten. Was soll ich sagen? Ich habe nicht viel gelesen heute. Wirklich nicht viel gelesen. Ich habe lediglich das Kapitel hierin beendet. Und liebe zwischen den Zeilen. Mir nicht. Mir einfach mal nicht. Weil den Rest habe ich mit dem Schreibkurs verbracht. Was ihr vielleicht, wenn ihr es gesehen habt, in meinem Schreibtagebuch, was heute online gegangen ist, gesehen habt. Aber mehr habe ich heute einfach nicht gemacht. Wow. Spannende Sache. Aber ich wollte diesen Schreibkurs unbedingt beenden, weil ja, es hat mich fasziniert und interessiert und deswegen ja, kam ich nicht zum Lesen. Dafür kamen neue Bücher hierher. Oh Gott. Naja, was soll's. Morgen wahrscheinlich, also ich hoffe, morgen habe ich auch nicht so viel Zeit zum Lesen, aber wir werden sehen. Vielleicht zwischendurch immer ein bisschen, aber schwierige Kiste. Na gut. Ups. Was soll ich sagen? Ich habe heute nicht mal eine ganze Seite gelesen. Müsste. Die ganze Zeit Vorbereitungen für nächste Woche gemacht, deswegen habe ich nichts zum Lesen. Und vorhin habe ich mir ein Buch in die Hand genommen, also dieses, und wollte lesen, aber irgendwie nach so ein paar, also nicht mal einer Seite, einer halben Seite vielleicht, kam irgendwas dazwischen, ich weiß gar nicht mehr was, keine Ahnung, und dann habe ich es ja gelassen. Und jetzt ist es schon nach 9, wir müssen wieder schlafen gehen und das bringt nichts mehr, erst noch was anzufangen. Tja, das war da wohl nichts mit dem Sonntaglesen. Gestern habe ich auch so wenig gelesen, also komische Sache. Ich glaube morgen Besserung. Ja, hätte ich ja vorhin schon den Weekly Reading komplett fertig machen können. Egal. Passiert. Jetzt schaffe ich es auch nicht mehr.
mache ich morgen früh gleich als erstes und dann ist schön. Nun gut. Die Lebe tippelt. Ja. Okay. Dann wollte ich mal wenigstens nochmal mich gemeldet haben und ein Tschüss sagen, auch wenn ich heute nicht gelesen habe. Wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Weekly Reading, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye bye.